Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge sind wir in Atlantica angelangt. Da musste ich gerade überlegen, wie das Level heißt. Und wir sind nun mit Ariel unterwegs. Mit einer, naja, etwas kniffligen Unterwassersteuerung. Aber ja, zumindest haben wir schöne, schmissige Musik dabei. Und wir sollen zuallererst mal Tritons Unterwasserreich. Okay. Wir sollen zu Tritons Palast kommen. Und wie wir beim letzten Mal schon gesehen haben, auch hier sind böse Herzlose unterwegs. Elixier halten. Und wir können diese Muscheln öffnen, in denen Items auf uns warten. Ihr Bösen! Werbert! Und auch beim letzten Mal habe ich schon gesagt, am besten anvisieren. So schwimmt Sora tatsächlich einfach instant auf die Gegner zu. Ich hoffe jetzt inständig, dass der Controller nicht leer geht in so einem Kampf. Dann müsste ich schnell den Ersatzcontroller holen. Ich hatte halt eigentlich den Controller angeschlossen an die PlayStation und geladen. Nur scheint das nicht ganz voll geladen zu haben. Schade. Und ja, auch heute gilt, wenn ich etwas kränklich klinge, dann liegt es daran, dass ich mir eine kleine Erkältung eingefangen habe. So, durch die Meeresströmung. Da rein eigentlich. Und ja, man könnte sagen, auch Atlantica ist eigentlich ein riesiges Unterwasserlabyrinth. Ich finde es nur nicht so belastend wie Monstro. Obwohl Monstro das kürzere Level ist. Und mit der besseren Steuerung. Oh nein, nein! Oh. Ich wollte nicht weggepupst werden. Schade. Ich glaube, wir schwimmen hier einfach mal durch. Ich habe zu viel Angst, dass wir wieder weggepupst werden. Nach oben. Okay. Oh oh. Böse Geister. Die wir tatsächlich auch schon von Monstro kennen. Hier drüben rein. Ich glaube tatsächlich, den Großteil der Schwierigkeit des Levels macht einfach nur die Steuerung aus. Palasthof. Schön, wir haben es schon erreicht. Oh, ich mag dich nicht. Wobei, so einzeln geht ihr, aber sobald ihr an einem riesen Fisch hängt, mag ich euch nicht mehr. Diese grünen Dinger benutzen diese dicken Fische nämlich wie so Taxis, um die sie sich einfach dranhängen können. Und dann in Gruppen angreifen. Come on.
Oh, gib mir das Geld und gib mir das Leben. Nein, ich war noch nicht fertig mit Einsammeln. I will not tolerate those creatures inside this palace. Daddy? Oh, Ariel! When will you listen? It's dangerous out there. Strange creatures lurk outside. Behold, you swim before the ruler of the seas! His Majesty, King Triton! And who are they? They helped us fight off those creatures. They don't look familiar. We're from an ocean very far away. Yup, we came to find the keyhole. The what? What's that? Well, it's a... There's no such thing, certainly not here. But Daddy... Ariel, not another word. You are not to leave the palace. Is that clear? Oh, perhaps I'm being too strict. I'm just concerned for her safety. Of course, Your Majesty. But I must admit, now I'm quite curious about this keyhole. That need not concern you, Sebastian. Have you anything to report? Just as you suspected, Your Majesty, they seem to be coming from Ursula's grotto. I knew it. That sea witch is up to no good again. A sea exile from the palace has taught her nothing. Yes, she poses serious danger. And I told you to keep Ariel away from such danger, did I not? Your Majesty, please, I... Warum ist Chiton eigentlich immer so schlecht gelaunt? Und ja, die Bösen kommen wohl aus Ursulas Grotte. Versuche nicht, irgendwelche dummen Witze darüber zu machen, wie das klingt. Ich reise mich sehr zusammen. Aber ja, gut. Triton weiß offensichtlich irgendwas über das Schlüsselloch, will es uns aber nicht sagen. Und Goofy, was ist eigentlich dein Problem? War nicht die Abmachung, dass wir nicht über diese Dinge reden? Dass wir aus einer anderen Welt kommen und des Weiteren. Das ist doch Einfischen. Hier passt Einfischen tatsächlich gut, muss ich sagen. Komm mit zu meinem Versteck. Ich möchte euch etwas zeigen. Dort ist es. Oh, Delfini. Und ja, Delfine gehören zu meinen absoluten Lieblingstieren neben Katzen. Dieses fette Ding. Kannst du nicht mal endlich verschwinden? Danke, Goofy. Oh, oh, Ariel stirbt gleich. No! Als Kind habe ich die Ariel-Serie übrigens sehr gern geschaut. Den Film mochte ich hingegen eigentlich überhaupt nicht. Ich finde, in der Serie kommt sie sehr viel stärker und tougher rüber als in Filmen. Entsprechend mochte ich sie da einfach lieber. Und es ging nicht die ganze Zeit um diesen seltsamen Prinz Eric.
Seht euch all die wunderbaren Sachen an, die Fabius und ich gesammelt haben. Ich glaube, sie stammen alle aus einer anderen Welt. Eines Tages werde ich erfahren, wie es da draußen ist. Ich möchte andere Welten sehen. Klingt das verrückt? Nein, überhaupt nicht. Naja, Sora ging es ja genauso am Anfang des Spiels. Früher dachte ich genauso. Ja? Ich meine, jetzt auch. Warum suchen wir nicht zusammen das Schlüsselloch, von dem du erzählt hast? Ja, Ariel ist halt genauso neugierig wie ich. Natürlich wird das Verbot sie nicht davon abhalten, nach dem Schlüsselloch zu suchen. Aber dein Vater hat gesagt, ach, er behandelt mich wie ein kleines Mädchen. Er verbietet mir immer alles. Er versteht mich einfach nicht. Sebastian, du kleiner Spion. Ja, König Triton wird nicht begeistert sein, wenn er das hört. So, zwischen diesen ganzen Schatullen hast du doch sicher auch was für uns. Ja, cool. Eine Hütte zum Beispiel. Und eine verlorene Seite. Ich finde, die sind ja echt gut versteckt, die Drohnen. Da haben sie sich echt Mühe gegeben, die Entwickler. Du bist keine von unseren... Ich glaube tatsächlich, das war's. Bis auf diese Truhe hier. Mega-Potion erhalten, yes. Gut, schauen wir doch direkt mal, wie es so itemmäßig mit uns aussieht. Ariel sollte natürlich welche bekommen. Mega-Potion, gerne eine. Goofy, du hast auch nichts mehr. Wir sind sehr schlecht ausgestattet mit irgendwelchen Heil-Items, muss ich gerade gestehen. Beiden. Euch hasse ich ja wirklich. Triton, my old friend. Your day is coming. Nun, Ursula, du sahst schon besser aus. In Dreamlight Valley zum Beispiel. Aber ja, wir sollen das Schlüsselloch suchen. Ich muss gerade überlegen, wie wir dorthin kamen. Oder beziehungsweise wie wir weiterkamen. Ihr verschleudert hier unnötig die ganzen Items, Leute. Wir müssen hier erstmal alles aufräumen, glaube ich. Kann aber auch sein, dass ich jetzt schon zu früh bin. Aber ich glaube, wir müssen hier alles aufräumen, damit der Delfin keine Angst mehr hat. Oh nee, so viele von euch. Ha!
Die Kursen spalten sich leider auf und werden zu kleinen. Danke, Ariel. Kann halt auch sein, dass wir hier noch ein bisschen zu schwach sind. Oh, von da hinten kamen wir gerade erst. Dann sind wir im Kreis geschwommen. So, wir können uns an diesen Delfin hängen. Der schwimmt aber nur dorthin, wo keine Gegner sind. Darum müssen wir alle Gegner in dem Gebiet erstmal töten. Oder ich bin hier tatsächlich noch falsch. Und wir müssen eins weiter vor. Ich meine, wir haben noch nicht alle Gebiete erkundet. Das kann sehr gut sein. Also erstmal in dem Gebiet weitergeht, wo wir bisher noch nicht waren. Ich würde auch gern zu dem Ort zurückkommen, wo wir uns heilen können, wo wir gespeichert hatten. Und ja, ein kleiner Makel an diesem Kingdom Hearts Teil ist noch, wir haben keine Minimap. So, Mega Potion. Wow. Ah, hier sind wir jetzt richtig. Hier müssen wir alle Gegner wegräumen. Okay, dich hatten wir schon geöffnet. Ich werde bestimmt wieder den nächsten Tag einen Ohrwurm haben von diesem Lied. Bei dir waren wir auch schon, okay. Ja, okay, hier geht's weiter. Aus dem Weg, Delfin, ich will dich nicht hauen.
Das hört sich für mich immer an, als würde der Wind schreien, aber wahrscheinlich heißt es Defense. Das ergibt mir Sinn. Eine Hütte erhalten. Okay, cool. Habe, dass die dicken, die nervigsten Gegner sind. Vergessen, dass es diese Unterwasser-Teile gibt. Gott, wie nennt man euch? Die. Oh Gott. Quallen? Unterwasserquallen? Tintenfische? Wahrscheinlich eher Quallen. Die sich halt aufteilen können. Wenn man sie besiegt oder bevor man sie besiegt, und dann hat man noch mehr Gegner gegen sich. Krass, wie Ariel die Gegner einfach nur mit ihrer Schwanzflosse zermöbelt. Dies ist ein sehr mächtiger Schwanz, Ariel. Sei stolz darauf. Sind wir jetzt fertig? Einfach mal versuchen, schätze ich. Na, hier bleiben. Denn nur mit dem Delfin kommen wir gegen die Wasserströmung an und kommen in den Bereich, wo wir jetzt sind. Mussten wir die Gegner alle besiegen. Wir sollten vielleicht mal uns heilen. Und Goofy hat keine Items mehr. Ariel auch nicht. So, dann schauen wir uns doch mal das mysteriöse Wrack an. Das ist ein sehr seltsamer Stein. Wozu wir auch noch nichts sagen können. Was bist du? Was ist das für ein Ding? Wir kommen offenbar noch nicht dran. Wahrscheinlich öffnet der Schalter die Tür. Aber noch nicht jetzt. Ja, ich sehe die Truhe. Schön. Mutrilerz. Ja, schön, da können wir was craften bei den Mukris.
Elixier erhalten. Das ist gut für Sora. Die Musik ist weg. Ich ahne Furchtbares. Oh, oh. Gut, dass wir hier sicher waren. Diese Form habe ich schon mal gesehen. In Ariels Versteck. Meereskristall erhalten. Ja, wir haben Besuch. Moment, können wir da hinten eigentlich runter? So, ist da ein geheimer Bereich. Ja. Cool, mit Rille erhalten. Sonst was? Nö. Hatte ich doch das Loch im Boden gesehen. Ariel haut einfach rein, und ganz ehrlich. Krasse Frau. Da kommt doch gar nicht mehr zum Zug, der arme Hai Ariel. Ich weiß gar nicht, warum Triton sich so Sorgen um dich macht. Er müsste sich Sorgen um die Haie machen. Nun können wir zurück zu Ariels Versteck. Das muss ich gerade erstmal finden. Die Abkürzung, die wir freigeschaltet haben. Kriege ich den Schatz denn auch? Was für eine riesige Kiste. Hallo Fabius. Diese Form dort sieht genauso aus wie dein Kristall. Ja, Spiel, danke. Ariel, you've disobeyed me again. I told you not to leave the palace. Young man, you're not from another ocean. You're from another world, aren't you? Huh? Then you must be the key bearer. How did you know? You may fool Ariel, but you can't fool me. You don't know your dorsal fin from your tail. As the key bearer, you must already know one must not meddle in the affairs of other worlds. Of course I know that, but... You have violated this principle. The key bearer shatters peace and brings ruin. Oh, Sora's not like that. I thank you for saving my daughter, but there is no room in my ocean for you or your key. My, my. The poor child suffers such deep sorrow. What a pity. If only there was something we could do. Wait, maybe she can be of some help. Yes,
Maybe she can be of some help to you. Who are you talking about? Oh, she would surely help you. She'd make all your dreams come true. Ursula can help. You called, my dear? You're Ursula. Well, I was just wondering if... It's all right. Helping others is what I live for. Let me guess. You wish to see other worlds. That shouldn't be too hard. After all, your new friends came from another world. What? But they had special help. That mysterious key. Now, now, cheer up, sweetie. You have something special, too. Huh? Now listen carefully. Ursula, die alte Mistkröte. Sie ist schon böse. Ich finde, sie ist eine der Disney-Bösewichte, die man auch ernst nehmen kann. Und ja, ich bekomme so leichte Vietnam-Flashbacks, wenn ich Ursula sehe. Denn in meinem letzten Playthrough haben wir sehr lang an diesem Bosskampf gehangen. Mehrere Stunden. Ich glaube, Ursula haben sie tatsächlich im Final Mix nochmal stärker gemacht. Und dazu dann noch die etwas ungenaue Schwimmsteuerung. Ist natürlich nicht gerade die beste Paarung. Sterbert. Bitte. Ach, Ariel ist nicht mehr dabei. Das erklärt so einiges. Das erklärt, warum wir länger brauchen, um die Gegner zu besiegen. Wo sollen wir denn hin? Mag ich so ein bisschen weniger. I think the keyhole they seek is somewhere in the palace. Now, my dear, if you can take me there without your daddy knowing, I can help you get to these other worlds you long for. Ich frage mich aber doch, warum Ariel so unfassbar leichtgläubig ist. Ja, vor allem ist sie trotzig auf ihren Vater, was ja auch verständlich ist. Nicht wir bringen hier Unruhe nach Atlantica, sondern Triton selbst, indem er Ariel einfach alles verbietet. Steuerung macht es dann halt auch so unfassbar schwer, diese Punkte einzusammeln. Die Heilpunkte und die AP-Punkte. Nicht MP, die MP-Punkte, Entschuldigung. Mein Geld! Verschwinde nicht! Nein! Natürlich könnten wir auch einfach an den Gegnern vorbeischwimmen. Aber dann leveln wir halt auch nicht. Macht sie auf Dauer nicht besser.
wieder eine Münze verloren. Ja, weg mit dir. Okay, an dem schwimme ich jetzt vorbei. The Trident is mine at last. And I couldn't have done it without your help, my dear. Ursula, no! I didn't want this! Why not? Aren't you tired of following your dear daddy's orders? Oh, yes. We had a deal, didn't we? Time for a little journey to the dark world of the Heartless. We cannot find the keyhole. The keyhole is not here. What? Why, we have company. I'm afraid you're a little late, handsome. Daddy! The Trident. We must get it back. Come on, let's go. Wait, I'm going with you. My father is hurt and it's all my fault. I have to stop Ursula. Mm-hmm. That's right. I'm right behind you, Ariel. Okay, wir haben wieder Ariel und ihren Schwanz dabei. Das ist schön. Zermöbeln wir alle. Das Zauberkessel verleiht Ursula übernatürliche Kräfte. Um Ursula zu besiegen, musst du mit Magie ihren Zauberkessel vernichten. Stimmt, das war erst der Kampf. Oh Gott. Wir müssen also erstmal zu Ursula. Und wir wissen, wo ihre... Wir wissen, wo ihre Grotte ist. Wir müssen also wieder den Delfin benutzen. Was bedeutet, wir müssen wieder den Raum leeren. So, diese Wiederholungen sind tatsächlich ein bisschen lästig, aber... Boah. Ist ja easy. Ich meine, vielleicht können wir sogar zwischendrin mal speichern gehen. Wobei, ich will jetzt unnötig... Nicht unnötig nochmal zurück zum Levelanfang schwimmen. Und ihn erstmal suchen. Ich weiß, es gibt beim Kampf vor Ursula auf jeden Fall noch einen Speicherpunkt. Nehmen wir doch einfach den. Das hier sind übrigens diese Bösbuben-Taxis, an denen sich Gegner gerne dranhängen. Geld! Goofy hat ein Level up gemacht. Ich konnte jetzt nicht in der Geschwindigkeit lesen, was er bekommen hat, aber immer Level up sind gut. Money! Mehr Money. Money und Leben. Nicht diese große Geldkugel verlieren. Nein! Wir müssen gar nicht den Weg zurückschwimmen. Wir können hier durch die Abkürzung. Theoretisch müssten wir von hier in die Grotte kommen. Es gibt doch Shortcuts. Warum benutze ich sie nicht? Hi. Ja, den Shortcut zu dir habe ich offenbar auch entdeckt. Das Problem beim Heilen ist, man kann ihm so schlecht ausweichen, weil er so schnell ist. Und die Steuerung so dumm. Da muss ich dann doch eher auf Defense gehen. Aber immerhin lässt er Items droppen. Add und High Potion. Schön.
So, Sebastian, du bist doch klein. Frau Silvig zeigt dir, wie es geht. Tada, Sesam, öffne dich. Aber in Ursulas Grotte. Nicht, dass ich das da je Bock drauf gehabt hätte. Aber hey. Rechts geht es zum Speicherpunkt und links geht es zu Ursula. Bei dir gibt's das Item. Ja, also links gibt's das Item, rechts gibt's den Speicherpunkt. Mega Äther. Wir werden viel mit Magie tatsächlich arbeiten müssen. Wir sollten Items für... wir sollten Äther mitnehmen. Vielleicht sollten wir auch Donald mitnehmen anstatt Goofy. Weil wir brauchen einen Magier. Wobei ich nicht weiß, ob Donald überhaupt den Kessel angreift. Oder ob das nur ich kann. Auf jeden Fall mal nach Abilities schauen. Hurricane-Stoß. Entfessele aus dieser Luft-Kombo einen mächtigen Abschluss-Kombo auf den Feind am Boden. Ja, nice. Aber dafür brauche ich mehr AP. Evolution. Nutzt MP, um die Gruppe um 30 LP zu heilen. Ganz ehrlich. Wow. Goofy kann heilen? Dann nehmen lieber Evolution. Genau, Items. Ich sollte Sachen mit Äther mitnehmen. Elixier, LP und MP. Mega Äther. Goofy bekommt auch noch Mega Äther, wenn wir noch haben. So, und dann würden wir speichern. Und ab zum Bossfight gehen. Ich bin ja sehr gespannt, wie das laufen wird. Erwartet mal nichts zu viel. Nicht Gutes. Ja, ich schwimme hier erstmal durch. Diese Dinge am Boden finde ich übrigens voll creepy. Die fand ich schon in der Serie so creepy. Jetzt erstmal wieder die Logik des Kampfes verstehen. Es ist halt eigentlich schwachsinnig, die anzugreifen. So, wir müssen eigentlich immer das Ding in der Mitte angreifen. Er nimmt es gerade nicht mal ins Visier.
Das ist schwierig. Jetzt, okay. Verdammt. Okay, Aisra, wo bist du? Olle, wo bist du? So, attackieren wir Ursula. Okay, ich war zu sehr abgelenkt. Wir müssen halt immer das in der Mitte angreifen. Also wir müssen den Kessel angreifen mit der Farbe, die er praktisch darstellt. Mit dem Element, das die Farbe darstellt. Es ist halt ein Problem, wenn gar nicht erst der Kessel anvisiert wird. Your time has come. War das gerade der erste Nicht-First-Try-Boss im Übrigen? Ich glaube ja. Wo bist du, Ursula? Na, das hat dir jetzt nicht so viel gemacht. Jetzt hat sie die Viecher wieder belebt. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas bringt, nur das Ding in der Mitte anzugreifen. Danke. So, ihr seid erstmal länger gelähmt. Immer wenn der Kessel das macht, ist der Kessel gelähmt. Ja, Ariel, danke. Du, weg. Weg, weg, weg. Ist es halt nicht.
Keine Ahnung, was das Ding überhaupt ist. Ach, verdammt. Elixier. Aus dem Weg. Danke. Ich muss aber auch sagen, ich habe nie so richtig die Wirkweise dieses Zaubers verstanden. Gehen wir diese scheiß Fische auf den Senkel. Danke. Boah. Second Try, man. Gehen wir, müssen den Dreizack zurückholen. Ability, Nixenflosse erhalten. Um gegen die Strömung zu schwimmen, musst du das hier anlegen und mehrmals hintereinander Kreis drücken. Ja, das Ding ist, das war nur der erste Teil des Kampfes. Ich hasse es. Wir haben jetzt schon keine Items mehr so richtig. Und wir haben... erst den ersten Teil des Kampfes hinter uns. Und der zweite Teil war tatsächlich schwieriger als der erste. Aber erstmal gehen wir zurück. Und hey, man muss es auch so sehen, wir haben immerhin den ersten Teil des Kampfes schon erledigt. Dann safen wir das doch schon mal. Nun brauchen wir auch nicht mit den Delfinen, um gegen die Strömung anzuschwimmen, sondern können das selbst. Und wir haben das auch aus einem spezifischen Grund gelernt und bekommen. Wir werden das gleich brauchen, um zu Ursula zu kommen. Ursula Part 2. So. Items. Ich würde ja sagen, ich beende hier erstmal die Folge. Beim nächsten Mal fliegen wir erstmal nach Traverstown, um ein bisschen Items zu kaufen, bevor wir uns dann Ursula stellen. Ich hasse diesen Kampf. Ich hoffe, er wird diesmal nicht 30 Stunden dauern. Aber hey, wir haben es immerhin bis hierher geschafft. Und ich hoffe, ihr hattet dabei Spaß. Mich graut es so sehr vor dem nächsten Kampf. Na, schlechte Erfahrungen. Nun, gemeinsam werden wir das schaffen. Ich glaube an unsere gemeinsame Kraft. Und ja, wir werden Ursula den Arsch versohlen beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Bis dann. Ciao.